Mit Braunschweig verbinde ich eigentlich sofort den Fußball mit der Stadt, weil Eintracht Braunschweig, glaube ich, eben ein Begriff ist und es auch mit Sicherheit schön ist, da Fußball zu spielen. Ein großer Faktor bei mir war natürlich der Trainer, den ich schon aus Gladbacher Zeiten kenne und mit dem ich gut klargekommen bin. Und wenn dann ein Traditionsverein anklopft und man den Trainer kennt, dann muss man die Chance ergreifen. Also jetzt die letzten Monate gab es leider nicht mehr so viel Freizeit mit meinem Studium und dem Fußball. Aber sonst mache ich einfach sehr gerne Sport, aber auch gerne mal einen entspannten Abend einfach zu Hause auf der Couch. Das ist eine schwierige Frage. Also es war schon immer für mich im Hinterkopf, wenn es mit dem Fußball mal nicht so wird, dass es dann ein Jurastudium werden sollte, weil der Beruf des Richters mich auch reizt. Das wäre so der zweite Wunsch nach dem Fußball. Also mein Vorbild war immer Zinedine Zidane, auch wenn ich vom Spielertyp her sehr anders bin als er. Obwohl wir beide im Mittelfeld spielen. Und so auf meine Position bezogen ist dann eher Sergio Busquets von Barcelona, weil er einfach wahnsinnig viele Zweikämpfe gewinnt und sehr wichtig für die Mannschaft ist. Also da muss man natürlich die Messlatte hochlegen, dann würde ich sagen Lionel Messi, weil ich glaube, ihm den Ball abzunehmen und ihn abzugrätschen ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben für einen Defensivspieler. Ich spiele am liebsten auf der 6, da fühle ich mich am wohlsten. Ich spiele auch hinten drin, aber im Mittelfeld hat man einfach mehr Möglichkeiten aufs Spiel zuzugreifen, sowohl offensiv als auch in der Defensive. Man ist einfach in fast jeder Aktion drin im Zentrum und hat immer was zu tun. Das ist schwierig, also ich möchte mir am liebsten alle Orte auf der Welt angucken, muss ich sagen. Hab mir schon vor einem Jahr den Traum von Malediven erfüllt. Von daher steht dann als nächstes eine Safari auf der Liste durch Afrika. Also ich finde NBA-Basketball einfach wahnsinnig geil zu gucken. Ich schaue es mir sehr gerne an, stehe auch ab und zu nachts auf. Habe auch meinen Bruder begeistern können. Jetzt gucken wir uns manchmal auch nachts zusammen an. Ich bin leider körperlich nicht dafür gebaut, weil selbst die kleinsten Spieler wahrscheinlich noch 10 cm größer sind als ich. Aber das wäre schon eine Traumsportart, wenn man die mal machen könnte. So.